Für mich bisher in diesem Durchgang mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr wohl. Klar, der Verlust von Williams, der ist schon doof, aber konnte ich ja nicht genau vorhersehen. Wenn man gar kein Risiko eingeht, dann wird es auch schwieriger, hier durchzukommen. Und ansonsten auch bisher gute Entscheidungen. Die ganzen Kapitulationen und so weiter und so fort und Laserlader gleich im Einsatz. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. 1. Notfall. Erkundet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir können den unten auch noch mitnehmen, aber erstmal zum Notfall. Versteckt er uns hier runter zum erkundeten Ort? Oder ist es eine Falle? Oder ist es wieder ein Flüchtlingsschiff? Oh, das wär's. Du folgst dem Notsignal zu einem winzigen Asteroidengürtel. Ein kleines Schiff versucht, durch das Feld zu kommen. Das Schiff rufen und Hilfe anbieten. Es antwortet: Hilfe! Unsere Schilde sind ausgefallen. Wir können nicht mehr lange durchhalten. Versuchen Sie, mit deinem Schiff zu schützen. Wir haben bloß ein Einerschild, aber den Zoltan-Schild. Dein Schiff nicht riskieren und sie ihrem Schicksal überlassen. Nein, niemals. Oh. Trotz deiner Bemühungen wird das Zivilschiff mehrfach getroffen und bricht auseinander. Auch du entkommst nur mit Mühe aus dem Asteroidenfeld. Dein Schiff muss etwas Schaden einstecken. 4er Hüllenschaden. 4 mal 3 kostet 12 beim Laden. Wir bekommen 17. Damit können wir erstmal Laserlader einsetzen. Ich habe ja zuvor mal Energie gekauft, ne, oder? Meint. Ja, klar. Aber 125, 145. Hatte ich nicht 150 berechnet? Beziehungsweise 3 zu wenig. Ich mache den ja sowieso aus. Dann hier und dann haben wir noch, brauchen wir noch 2 mal Energie. Ja. Oh. Stimmt. Ach nee, wir haben ja Williams verloren. Daran scheitert es gerade. Stimmt, wir haben ja einmal Energie weniger. Das habe ich ganz vergessen. Was kommt denn als nächstes? Noch ein Notfall laden. Nee, erst muss der Laserlader laufen. Das könnte eine Verarsche sein. Hier waren wir auch noch nicht. Jetzt nutze ich einmal kurz Sauerstoff ab. Nee, das geht nicht. Antrieb kann ich auch nicht abstellen. Dann haben wir nämlich gar kein Ausweichen mehr. Dann bin ich jetzt gezwungen zu sparen. Ich hoffe, wir besiegen den nächsten einfach problemlos. Stimmt, Williams hat das ganze Rechnen durcheinander gebracht. Oh nein, Zweierschild. Scheinbar wurde ein automatisierter Rebellenaufklärer im Nebel postiert, um nach dir Ausschau zu halten. Dampfprobe schon gleich ab, oder? Oh nein, wir müssen uns um die Kackwaffen kümmern. Alter Raketenwerfer? Nee. Das Schiff aktiviert seinen FTR-Antrieb. Wenn es verschwindet, wird es der Flotte deine Position mitteilen. Oh, er hat Drohnensteuerung. Scheiße. Hat bestimmt einen schnellen Antrieb. Wird schnell aufladen. Also die Bombe ist Pflicht. Zuerst auf die Schilder und dann gleich grillen, dann ist aber bloß verzögert. Ah, die beiden Drohnen, wir haben bloß ein Einerschild und dann noch die Ionenwaffe. Scheibenkleister. Ach man, Williams, du fehlst. Was macht man jetzt? Bombe und Antrieb, der fällt ja auch nicht sofort komplett aus, ne? Ich könnte aufs Cockpit schießen. Das Cockpit hat er bestimmt nicht mit 3 Punkten ausgebaut. Wenn überhaupt mit 2, das wäre schon exotisch. Ich schieße aufs Cockpit, dann kann er zwar den Antrieb aufladen, könnte aber auch sofort springen, sobald das Cockpit wieder ganz ist. Und der kann ja schon reparieren, auch wenn da niemand an Bord ist. 2 Bomben, also erstmal Antrieb und dann Schild. In der Zwischenzeit springt er vielleicht. 2 Bomben Antrieb und einmal Schildbombe. Dann macht er uns so viel Schaden, oder? Ich glaube schon. Ach Mann. Was mache ich denn jetzt? Also Antrieb ist so oder so Pflicht irgendwie.
Drohnenwaffen schießen wir nicht, aber wir haben drei andere Systeme, die im Blickpunkt stehen. Jetzt halt die Frage, entweder Cockpit. Ich schätze mal, das wird, sofern die Bombe überhaupt trifft, sofort rot sein. Dann kann er halt, ja, auf... Wir müssen eh gerade warten, ich teste das mal. Wenn das niemand im Cockpit ist, lädt das Ding halt auch nicht auf. Gut, dann schießen wir erst mit der kleinen Bombe aufs Cockpit. Wobei der Schaden wird immens sein, weil die haben den Soldatenschild schon weg. Kann ich die drei? Ja, wenigstens das. Dann gehe ich auf die Schilde. Wobei die beiden grillen weiter und die Waffen schießen auch noch. Eigentlich will ich lieber abhauen. Entweder die Frage, lasse ich ihn jetzt ziehen oder... Ich glaube, ich lasse ihn ziehen. Ich glaube, er macht mir mehr Schaden, wenn ich ihn jetzt nicht bei den Waffen oder bei den Drohnen bekämpfe. Die schießen einfach zu schnell. Hoffentlich trifft die Bombe. Wenn nicht, dann haben wir ein dickes Problem. Hier Unkram kommt auch noch. Verfehlt auch noch, ich fasse es nicht. Das gibt jetzt massiv Schaden. Komm, Feind, hau ab. Hau ab. Die Lanze bringt's gerade nicht. Ich setze gerade nur darauf, dass er abdampft. Toll, eine Drohne ist noch da und die Unwaffe auch. Scheiße. Und der andere. Oh. Auf einmal geht's richtig nach hinten los, weil uns Williams fehlt. Drei Schrotter haben gefehlt. Waffen können gerade nicht, die Lanze brauchen wir aber nicht. Der will aber auch einfach nicht abhauen. Ah, zu spät. Oh Gott, so viel Schaden. Kotzt mich an. Er schießt auf den Lernraum, ist abgedampft, na endlich. Kann man uns leisten. Noch am ehesten. Mann, ja, so schnell kann es gehen. Gemeines Spiel. Der Aufklärer springt weg. Er hat der Flotte bestimmt eine Position übermittelt. Du musst so schnell wie möglich zum nächsten Sektor. Jetzt habe ich nicht mal Schrott dafür bekommen. Ja, laden, gut. Reparieren kann ich Schaden. Nehme ich den zivilen Sektor als nächstes. Die Option habe ich ja, Nebel oder Zivil. Wir haben so viel Schaden bekommen. Wir können zwar auch gleich ordentlich austeilen, sobald wir mal dreimal Schrott bekommen. Ist er nur für einen Sprung verdoppelt? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Ah, das geht. Na, jetzt geht das nicht mehr auf. 1. Nee, das schaffen wir nicht. Wir gehen zum Notfall. Sonst müssen wir nochmal mit den Rebellen kämpfen. Das haben wir schon einmal überflüssig. Wir gehen zum Notfall. Hoffentlich. Was eskortieren? Gerade irgendwie keinen Bock auf Kampf. Zweierschild und eskortieren, schätze ich, oder? Weil das wäre jetzt fies, wenn wir da nochmal abhauen müssten. Der hat nämlich einen Laser, der nicht durch ein Zweierschild kommt. Auch nicht durch ein Einerschild, aber der kann halt viele Räume treffen. Als du die Quelle des Notsignals erreichst, ruft dich ein Zivilschiff. Danke, dass sie uns zur Hilfe gekommen sind. Das klingt schon mal gut. Unsere FTL-Navigation spielt verrückt, sodass wir es nicht mal zum nächsten Reparaturdepot schaffen. Könnten sie uns dorthin führen? Ja. Und schon mal Schrott. Jawohl. Hat das Spiel nochmal die Kurve bekommen mit uns. Hier, nehmen Sie diesen Schrott als Anzahlung. Wir folgen einfach Ihrer Sprungsignatur. Sie sind wirklich unsere Rettung. Auftrag wurde im nächsten Sektor markiert. Wir hätten das eigentlich auch verlangen sollen müssen, weil... Wir hätten ja sagen können, hier, gebt uns schon mal eine kleine Anzahlung, weil wir müssen euch ja auch eskortieren und wir müssen selbst überleben und wir schaffen es nicht, wenn wir jetzt nicht dreimal Schrott bekommen. Da ist was dran, ne? Okay, Laserlader etwas verspätet. Werden wir gleich einsetzen. Wir haben aber auch Schaden bekommen. Eigentlich müsste ich ihn jetzt da rausziehen, also sie, Beth. Damit wir noch irgendwo Strom bekommen, weil er im Cockpit nutzt uns, bringt uns das null.
Da wäre aber niemand mehr zum Reparieren unterwegs. Falls sie doch mal Aua gibt, dann müsste er weit laufen und Cockpit alleine lassen, dann müssen wir erst den Autopiloten umbauen. Also einbauen. Nee, dann belassen wir es dabei, dann verschenken wir einmal Strom, aber Beth bleibt da und einer, der reparieren kann, ist bei den wichtigsten Systemen. Wir sollten aber auch bald mal noch jemanden hier oben platzieren, weil der Weg ist lang und wer weiß, wenn Hacking hier mal was versperrt, dann müssen wir aber erstmal ein System bekommen. Dann wird es schwierig hochzukommen. Gut, jetzt aber erstmal Schiff. Und schnellstmöglich mal reparieren. Gut, wir sind schon mal nicht mehr machtlos gegen den Zweierschild und das ist kurz vorm dritten Sektor, vierten Sektor schon wichtig. Noch irgendwas? Ja, Hülle können wir nicht ganz machen. Energie so weit verteilt, wie ich das ganz gerne hätte. Wir könnten immer noch diesen machen, wenn wir halt... So. Die Ressourcen sehen gut aus, jetzt müssen wir nur noch die Hülle reparieren. Ein Schiff mit auffälliger Piratenkennung umkreist einen Mond in der Nähe und sendet die einfache Nachricht, dass es Ausrüstung zum Verkauf bietet. Das Schiff rufen. Das Schiff angreifen, bevor es dich angreift. Schnell alles auf den Sprung vorbereiten. Auf den Kampf lassen wir es ankommen. Wenn er doch reparieren kann, wäre das schon cool. Wir könnten uns zwar nicht viel reparieren. Besser aber als nix. Ich hoffe einfach, dass die gut sind, ansonsten machen wir es einfach platt. Da steht ja Ausrüstung. Das wird ein richtiger Laden sein. Das Schiff antwortet, ja, wir haben eine große Auswahl. Kommen Sie an Bord und schauen Sie sich um. Jetzt müssten wir alle sterben. Es wirkt irgendwie gefährlich, verschwinden. Das ist eine Falle. Aber ich mach's trotzdem. Das ist ja ein Kackangebot. Ein Mensch in einem feinen Anzug erwartet dich an Bord. Willkommen auf meinem Schiff. Wir sind hier auf Drohnen aller Art spezialisiert. Hätten Sie daran Interesse? Ein paar Drohnenteile kaufen? Oder einen Drohnenbauplan kaufen? Nix kaufen und dafür gibt's Ärger, oder wie? Oh, das ist aber schade. Gute Reise noch. Als du wieder auf der Brücke bist, wird dein Schiff von Explosionen erschüttert. Die Piraten haben ihre Waffen aktiviert. Ach, Piraten im Anzug. Dann erhältst du eine Nachricht. Sie sollen nicht die Zeit anderer Leute verschwenden. Kapitän. Das ist ja mal cool. Oh, das ist nicht cool. Oh, das ist gar nicht cool. Weil massiv Feuer im eigenen Haus. Der Zoltan kann am wenigsten Feuer aushalten, deswegen... Da auf. Oh, wir müssten unseren Leuten den Rettungsweg... entlüften. Oh nein, wir können gerade nicht Laser ladern. Ich kann den Raum aber nicht sich selbst überlassen, weil dann müssen wir zu dritt das Feuer bekämpfen. Das geht auch nicht. Wir können gerade eh nicht ausweichen, deswegen komm du auch noch hier hinter. Nein, der muss erst noch durch den Raum, das geht auch schief. Der hat ja bloß 70 Lebenspunkte. Dann ist der hier verliert, dann muss er noch zurück zum Heilen und währenddessen kommt vielleicht irgendein Scheiß angeflogen. Auch noch nicht über den Berg. Scheiße, ich lasse ihn da. Das müssen die drei alleine schaffen. Zum Glück hat er keinen Zweierschild, weil das wäre jetzt richtig fies. Feuer oben muss schnell aus, da muss wieder Sauerstoff rein, falls die da rüber müssen, unsere Leute. Geht schon los. Vivi-Mord. Muss mal kurz durch den luftleeren Raum, sauerstoffleeren Raum. Getroffen werden kann er nicht, weil... Ach du Kacke. Dreierfeuer, okay. Scheiße, zurückziehen. Ach du Kacke. Ich hasse Anzugträger ab heute. Die Lanze schmilzt uns auch davon, dann können wir nicht mehr angreifen. Das Feuer schaffen die aber nicht so schnell gelöscht, eher sterben die. Dann müssen wir mal kurz ohne Waffen auskommen und... Ah, scheiße, das könnte der Untergang sein. Die Lanze nimmt auf jeden Fall sein Waffensystem mit und versucht noch seinen Antrieb mitzunehmen, weil das ist gar nicht mal so unwichtig, das Ding. Dann muss er es vielleicht reparieren und schickt nicht so viel auf seine Kackwaffen. Ich komme da nicht runter.
Scheiße. Dann muss halt das Cockpit reparieren. Komme ich hier noch ein Stück runter? Ich komme nicht auf den Antrieb. Nee. Dann nehmen wir lieber die drei besetzten Räume mit. Solange es noch schießen kann, es ist nicht mehr lang. Ein Schuss noch und dann müssen wir zusehen, dass seine Waffen erstmal aus sind, der Sauerstoff sogar kaputt ist. Bei ihm. Es gibt noch einen Hüllenschaden, ne? Mann, wie schnell das Feuer übergreift. Schilde sind auch noch angezettelt. Ach, du Kacke. Er geht schon mal in Reparaturposition. Schnell rüber. Schilde wichtig oder Waffen? Wir müssen halt drei bei den Waffen reparieren, damit wir seine Waffen wieder ärgern können. Waffen sind wichtiger. Na, die beiden lasse ich mal lieber noch, ehe wir gleich die hier rüberschicken müssen. Nein, du nicht. So, jetzt könnt ihr alle rein. Alle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir machen es aber spannend. Sauerstoff ausgefallen. Wir können gerade... Doch, wir könnten ausweichen. Wer... Ach ja, Sauerstoff ausgefallen. Scheiße. Oh, oh. Nein, nicht nochmal da drauf. Die schießen gezielt. Nein! Maffei ist tot. Wir verrecken hier. Die werden nicht aufgeben wollen, auch nicht abhauen wollen. Die machen uns kalt. Geh doch rüber. Warum geht das jetzt nicht? Zwei Schuss und weg. Weil jetzt der nächste Schuss gleich kommt. Mann, ist das Spiel erbarmungslos. Und setzt noch einen drauf. Ich fühlte mich eigentlich schon sicher nach der letzten tollen Folge mit so vielen Signalpunkten, die wir abgeklappert haben und dem ganzen Schrott, den wir mitgenommen haben für den... Laserlader und ja, kurz bevor wir ihn einsetzen können, gehen wir baden. Hätte ich doch von Anfang an erstmal auf ein Zweierschild setzen sollen? Nee. Jetzt, wo ich den Laserlader nicht einsetzen kann, doch lieber noch ein paar Punkte in das Schildsystem stecken? Nee. Hätte ja gepasst, hätten wir Williams noch behalten. Ich depp hätte aber auch zwischendurch das Cockpit ja einfach mal umbesetzen können, solange... Ja... Na, wobei, wir hatten ja erst den Notfall angenommen, erst dann hatten wir genügend Kram dabei, dann sind wir zum Ausgang gegangen und da war dieser Krawattenheinz da. Für den Kampf hätte ich so machen sollen. Einmal Beth zum... Auf jeden Fall runter, wo sie Strom generieren kann, abgeben kann und zumindest für den Kampf vorbei. Ich glaube, es hätte auch nicht viel geändert, aber jetzt so gewaltig. Das Feuer war jetzt einfach sehr ausschlaggebend. Ohne Feuer wäre das deutlich einfacher geworden. Tja. Du denkst, du bist sicher, aber sei dir nie sicher. Faster Than Light ist ein hartes Spiel. Auf leicht kann es ganz schnell gehen. Auf normal noch umso mehr und auf hart will ich gar nicht wissen. Noch nicht. Schade. Das sind nicht viele Punkte. Okay, aber wir versuchen es nochmal auf normal, ganz klar. Das Zoltan-Schiff ist toll. Oh, ärgert mich, weil das sah wirklich sehr gut aus bis hierhin. Oh. Stellt euch mal vor, wir wären zu Beginn nicht in die Rebellenflotte gekommen. War das vielleicht auch ein Ausschlag? Hätten wir vielleicht... Hätte, wäre, wenn und aber ist nicht. Beim Schild war der Erfolg. Okay, nichts hier unten. Gut. Der Zoltan-Kreuzer. Mit dem probieren wir es nochmal. Schade. Hey, ich klicke schon wieder auf die Umbenennfläche.
Was wäre eigentlich das nächste? Halte beim Zoltankreuzer zeitgleich 29 Energie in den System. Erreiche Sektor 5, ohne den Reaktor zu verbessern. Ja, nee. Die sind aber gelb, oder? Die wirken irgendwie gelber als grün. Gut, dann. So schnell kann es gehen. Könnte eigentlich Folgentitel werden. Mal gucken, was ich mir überlegen werde. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.